Erfolg des HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die frühe Führung durch Suar für den HSV. Dann gab es die prompte Antwort durch Raphael für Borussia Mönchengladbach. Hier läuft die Partie weiter. Und dann ist er zur Stelle ins lange Eck. 1-1. Und dann hat Mönchengladbach sich gedacht, na, verteilen wir mal ein paar Geschenke. Zum einen Torhüter Heimeroth. Das wird dann bestraft durch Raphael van der Vaart. Noch in der ersten Halbzeit mit der Führung für den HSV. Und in der zweiten Hälfte ist es dann Ruhl Brauers. Der hat sich gedacht, was der Heimeroth kann, kann ich schon lange. Und verteilt noch ein Präsent. Auch das nutzt der HSV. Und das ist ja